Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zur Sportarena. Unser Gast heute, das ist Greta Pingera, die Junioren-Weltmeisterin im Naturbahnrodeln. Die hat es auch auf der Kunstbahn versucht. Jetzt ist sie aber zu ihrem Sport zurückgekehrt. Bevor wir mit Greta sprechen, aber schauen wir mal ganz kurz ein Porträt von ihr an. Greta Pingera ist eine der erfolgreichsten Naturbahnrodlerinnen. Im Vorjahr kürte sich die 19-Jährige aus Las im rumänischen Vatra Dornei zur Junioren-Weltmeisterin. Schon 2012 bei den Titelkämpfen in Latsch hatte sie Silber gewonnen. Aber auch in der allgemeinen Klasse ist sie seit zwei Saisonen sehr erfolgreich. 2012 gewann sie die Gesamtwertung im Europacup. 2013 verpasste sie in Deutschenofen als Vierte knapp eine WM-Medaille. Im Gesamtweltcup fuhr sie vor zwei Jahren auf den dritten Platz. Im Vorjahr wurde sie Sechste. Insgesamt stand die Finnischerin im Weltcup siebenmal auf dem Podest, dreimal wurde sie Zweite, 2013 in Las und Kindberg und 2014 in Moos, viermal belegte sie den dritten Platz. Zu einem Weltcup-Sieg reichte es zwar nicht, in Moos fehlten ihr heuer aber nur 900 Sekunden. Im Sommer sorgte Greta Pingera mit ihrem Wechsel auf die Kunstbahn für Schlagzeilen. Nun, rund sechs Monate später, hat sie bereits einen Schlussstrich unter dieses Abenteuer gesetzt und ist auf die Naturbahn zurückgekehrt. Greta Pingera, eine so erfolgreiche Sportlerin, warum denkt die plötzlich, jetzt wechsle ich Sportart? Der Grund ist eigentlich das gewesen, dass ich einfach gewählt habe, meinen Sport professionell zu machen. Logisch, Naturbahnrodeln ist auch auf einer Weise professionell, aber leider kann man von dem Sport nicht leben, weil es eben leider noch nicht olympisch ist. Und deswegen habe ich einfach versucht, auf der Kunstbahn zu fahren. Das war ja nicht der erste Versuch von dir. Du hast ja früher auch schon einmal versucht. Es ist natürlich so, dass es technisch schon total anders ist. Es ist nicht so einfach. Bist du vielleicht auch schon ein bisschen zu alt gewesen? Ich muss hinzufügen, du bist erst 19. Bist du ein bisschen zu alt gewesen, das zu versuchen? Ja, also mit 19 Jahren ist man für einen Umstieg sicher nicht mehr die Jüngste. Ich habe zwar mit 14 schon einmal probiert, auf der Kunstbahn zu fahren. Ich habe aber in dem Moment noch nicht gedacht, ob ich für den Sport einmal leben kann oder nicht. Und in dem Moment habe ich einfach das getan, was mir besser gefallen hat, und das ist die Naturbahn gewesen. Und ja, vielleicht ist es das Alter gewesen, aber der Hauptgrund, dass es eigentlich daneben gegangen ist, ich will nicht daneben gegangen sagen, aber dass es eben nicht geklappt hat, ist einfach gewesen, dass leider zu wenig Trainingsmöglichkeiten gewesen sind. Also mit 19 Jahren braucht man logisch viel mehr Training wie die anderen, um in Rückstand aufzuholen auf die Gleichaltrigen, und der ist leider nicht gewesen. Das leidige Problem, wir haben keine Bahn in Südtirol. Man muss auswärts gehen, man startet in Igls, das ist nebenbei mit hohen Kosten verbunden. Man bekommt auch meistens keine Eiszeit. Man kann nur hinzufügen, so eine Fahrt, die kostet 25 Euro. Wenn man nach Frankreich fährt, dann kostet es sogar 45 Euro. Also es ist sehr kostspielig, und wenn man wenige Fahrten machen kann, dann kommt man einfach nicht rein. Ich sage allem, vielleicht beim Fußball oder beim Skifahren oder auch beim Naturbahnrodeln nimmt man sein Gerät und geht aus und trainiert. Man kann einfach die doppelten Trainingsfahrten machen wie die anderen vielleicht und sich da reinknien. Aber bei der Kunstbahn ist leider, das ist einfach jemand anders und auch das Geld entscheidet, wie oft man trainiert und wie weit man in dem Fall auch kommen kann. Jetzt hat eine Sportlegende wie der Armin Zöckeler sich sogar Zeit genommen, mit dir noch extra zu trainieren. Also wie ist das, wenn man mit so einem bekannten Sportler dann auf die Bahn gehen kann und der als Trainer fungiert? Ja, also ich muss sagen, ich bin zwei Tage mit dem Armin in Igls gewesen, und ich muss sagen, der Armin ist wirklich ein Top-Trainer. Also er hat mir das genau erklären können. Man hat einfach gemerkt, er hat die Erfahrung. Und was vielleicht auch der Unterschied ist zu den anderen Trainern, es ist einfach erst ein Jahr her, dass er es gelernt hat. Bei den anderen vielleicht ist es 20 Jahre her, und er war so einfach noch Bescheid, wie es in den Zirkus abläuft. Also es war sicher eine super Erfahrung mit Namen. Und wie ist das mit dem Rest der Mannschaft? Da sind ja auch alles Junge, die Roberts oder die Vötter, die sind ja sogar Schule gegangen mit dir. Ja, genau. Also heuer bin ich noch bei den Junioren in der Mannschaft gewesen. Dann bin ich so
kann man sagen, die Mama Greta gewesen. Also sind wirklich als 14-, 15-Jährige, da habe ich zwar nicht mehr ganz hingepasst, aber ich habe super trainieren können, auch im Sommer. Die Vorbereitung war gut, was auch sicher jetzt auf der Naturbahn vom Vorteil ist. Und auch meine anderen Kolleginnen, die Sandra und die Andrea, sind gleich alt wie ich, sind heuer das erste Mal in der A-Mannschaft. Und ja, es ist halt so ein ziemlich junges Team in der ganzen Kunstbahnwelt. Und du kommst jetzt zurück zu den Naturbahnrodlern. Da bist du ja fast die Nummer 1 mit ganz wenigen anderen Athletinnen. Dein Ziel kann leider sein, ganz vorne mitfahren und vielleicht einmal diesen Weltcup dann bei den Naturbahnrodlern zu gewinnen? Ja, logisch, die Ziele sind jetzt wieder ganz anders auf der Naturbahn. Logisch, man hofft allem nur auf Olympia. Die Hoffnung gibt man als Athlet sicher nicht so schnell auf. Aber die Ziele sind nicht so einfach die Ziele, was für eine Naturbahn, was ein Naturbahnradler erreichen kann. Und das ist auf jeden Fall der Weltcup-Sieg und der Weltmeistertitel für den Semberi kämpfen, ja. Wir haben gehört, mit dem Armin Zöckler hast trainiert. Mit dem absolut Weltbesten auf der Naturbahn, mit dem Patrick Pignat, da bist du liiert. Also jetzt seid ihr wieder zusammen. Man hat ja schon gedacht, ein Winter, anderen Ort. Jetzt könnt ihr wieder am gleichen Ort starten. Ja, also das ist sicher ein Vorteil, aber der Patrick ist eigentlich halb hinter mir gewesen. Er hat auch gesagt, ich soll es probieren auf der Kunstbahn. Probieren kostet nichts und logisch ist er jetzt froh, dass ich wieder da bin. Ja. Ja, der Weltcup, der in Hochfügen in Nordtirol heuer auch startet, dann gibt es zwei wichtige Etappen wieder in Südtirol und zwar in Laas, das ist ja fast eine Heimbahn, und in Deutschnofen, wo du auch sehr gute Ergebnisse schon erzielen konntest. Und auch die anderen Weltcup-Veranstaltungen stehen jetzt alle vor der Tür. Wir beginnen ja in 3 Wochen bereits mit den Veranstaltungen in Grön und Alta Badia. Das ist immer so ein Fixtermin und die wurden jetzt auch vorgestellt. Für uns war Hannes Christ mit dabei. In 3 Wochen ist es soweit. Dann kehrt der Skiweltcup nach Südtirol zurück. Zum 47. Mal werden die Speedrennen auf der Saslong in Gröden gefahren. In Alta Badia beim Riesentorlauf auf der Gran Risa schlägt der Skizirkus zum 29. Mal seine Zelte auf. Anfang der Woche wurden die beiden internationalen Großveranstaltungen in Bozen gemeinsam der Presse vorgestellt. Schon seit ein paar Jahren arbeiten die Organisationskomitees von Gröden und Alta Badia eng zusammen. Beide Weltcuporte sind bereit für 2 der wichtigsten Wintersportereignisse in Südtirol. Jetzt fängt diese wunderbare Phase an, wo wir alle dauernd im Büro sind, Sitzungen, Besichtigungen. Jetzt wird es schön. Also dieses Countdown gefällt mir immer sehr viel. Auf der Grüner Saslon werden am Freitag, 19. Dezember und Samstag, 20. Dezember die Nachfolger von Axel und Zwindal und Erik Gay gesucht. Zwindal hat den Super-G in Gröden schon 3-mal gewonnen, ist heuer aber aufgrund einer schweren Achillessehnenverletzung nicht am Start. Gay holte sich im Vorjahr zum ersten Mal die Grödener Abfahrtskrone. Südtirols Speedasse möchten ebenfalls wieder vorne mitmischen, so wie 2012, als Werner Hehl Dritter im Super-G wurde, oder 2008, als der Walte noch sogar auf dem obersten Treppchen des Podiums stand. Das würde auch die vielen heimischen Fans freuen, die jedes Jahr in Scharn nach St. Christina pilgern und ihre Idole anfeuern. Die Anhänger, sie stehen beim Speed-Event in Gröden im Mittelpunkt. Wir haben in diesen letzten Jahren sehr viel für unsere Zuschauer gearbeitet und ich freue mich so sehr, weil wir haben so ein positives Feedback gehalten. Voriges Jahr haben wir einen Rekord gehabt und wir hoffen, wir werden es auch heuer haben. Mit diesen Unterhaltungen und Partys. Besonders wichtig bei uns ist dieses Fans-Festival. Da gibt es eine Fans-Parade und dann gibt es eine Jury, die entscheidet, wer origineller war, wer lustiger war. Und da wird ein Preis gegeben und das ist wirklich ein Highlight geworden. Große Party in St. Ulrich dann bei der Siegerehrung und dann die World Cup Adventures. Das heißt, jede Bar in Gröden organisiert eine Weltcup-Party. Also einfach wunderbar. Sobald in Gröden der letzte Läufer im Ziel ist, übersiedelt der gesamte Weltcup-Tross über das Gröner Joch nach Abtei.
Dort wird am Sonntag, 21. Dezember, ein Riesentorlauf ausgetragen. Auch Marcello Varallo, der OK-Chef, und seine Helfer sind rund 3 Wochen vor dem großen Tag bereit. Da stand der Vorbereitungen, was zu machen war, sagen wir so technisch, das ist schon alles gemacht worden. Wir sind insofern in der Richtung bereit. Es fällt noch Schnee, wie ihr wisst. Es ist zwar vorgesehen, dass die ersten Tage im Dezember soll es kälter werden. Hoffentlich bleibt die Kälte und kommt auch ein bisschen Schnee von oben. Dann werden wir schon bis am 21. wieder die 29-jährige Edition austragen können, damit wir sie austragen können. Ja. Auf der Gran Risa, einem der technisch anspruchsvollsten Hänge im Skiweltcup überhaupt, setzte sich im vergangenen Jahr Weltcup-Gesamtsieger Marcel Hirscher durch. Der Salzburger wird alles daran setzen, diesen Erfolg auch heuer zu wiederholen. Lokalmatador Manfred Mölk muss das Heimrennen heuer hingegen auslassen. Auch er hat sich, wie Axel und Zwindal, einen Riss der Achillessehne zugezogen. Auch in Alta Badia gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Es gibt ziemlich vieles, und zwar bei der Nummerverlosung. Am Samstagnachmittag fangen sie schon gleich nach Mittagessen einmal an. Und dann gibt es entlang der Strecke haben wir gewisse Sachen müssen ändern. Die Ski-Weltcup-Rennen in Gröden und Alta Badia, sie sind ein Garant für gute Unterhaltung in einem sportlichen Rahmen. In 3 Wochen starten also die alpinen Ski-Weltcup-Rennen hier in Südtirol. Zuvor schon geht es los mit dem Weltcup der Snowboarder in Carezza. Auch das ist ja schon ein Fixtermin in den letzten 5 Jahren geworden. Und die Snowboarder, die haben sich vorbereitet auf dem Gletscher in Schnals. 5 Südtiroler sind ja in der Nationalmannschaft mit dabei. Auch wir waren dabei. Hannes Grüß berichtet aus Schnals. Skirennläufer, Biathleten, Kunstbahnrodler, Skilangläufer. Fast alle Wintersportler sind schon in die neue Weltcup-Saison gestartet oder tun es an diesem Wochenende. Ein wenig gedulden, nämlich noch 2 Wochen, müssen sich traditionsgemäß die Snowboarder. Die italienische Nationalmannschaft, in der mit Roland Fischnaller, Aaron March, Christoph Mick, Edwin Coratti und Nadia Ochner gleich 5 Südtiroler stehen, bereitet sich derzeit am Schnalstaler Gletscher bei besten Schneebedingungen auf den Weltcup-Winter vor. Das heimische Quintett kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Ja, die Freude ist groß. Jetzt war echt das Training, die Trainingszeit war wieder eine Weile. Und muss sagen, haben mich gut vorbereitet. Und jetzt kann es schon langsam losgehen, dass man wieder ein wenig Vergleich mit dem Rest von der Welt hat. Und ja, ich freue mich, dass die Rennen anfangen. Jetzt freue ich mich schon. Jetzt haben wir recht lang schon trainiert. Im Sommer die ganze Vorbereitung und jetzt im Herbst viel Tore fahren und jetzt ist Zeit, dass es losgeht. Der erfahrenste Athlet in der italienischen Mannschaft ist Roland Fischnaller. Er hatte in der Vorbereitung aber mit großen Problemen zu kämpfen, denn er zog sich vermutlich beim Trockentraining einen Sehneneinriss im rechten Oberschenkel zu. Eine Verletzung, die Fischnaller 1,5 Monate außer Gefecht setzte. Nun kann der 34-jährige Filnösser aber wieder voll angreifen. Körperlich geht es ganz gut, muss ich sagen. Jetzt ist es eigentlich seit ein paar Tagen, dass ich kann. Wir haben letzte Woche in den letzten Trainingstag ist mir ganz gut gegangen und ich überhaupt keinen Weg gehabt. Und ja, hoffentlich geht es so weiter. Ich habe zwar noch wenig einen Rückstand auf meine Kollegen, aber halt, glaub ich, mit der Erfahrung kann ich es eigentlich schon wieder relativ wettmachen. Und ja, nein, es geht mir gut und eben brauche jetzt eigentlich gerade Kilometer machen auf dem Gletscher. Aaron March war der große Pechvogel der Olympischen Spiele in Sotschi. Der 28 Jahre alte Sterzinger belegte im Parallelslalom den undankbaren 4. Platz. Das ist aber alles Geschichte. Sotschi hat March abgehakt. Mit viel Elan ging auch die Vorbereitung in die neue Saison an. Die Ziele sind logischerweise die WM. Da möchte ich in Topform hinkommen. Was noch rauskommt, werden wir sehen. Aber logischerweise möchte ich schon bei jedem Rennen sagen wir mal, vorne mitmischen. Ja, mir gefällt es das Trainieren, mir gefällt das Rennen fahren und nachher alles andere werden wir schon sehen. Edwin Coratti schaffte in der vergangenen Saison so richtig den Durchbruch. Vor allem im Europacup sorgte der 23-Jährige aus Graun im Finchgau immer wieder für Top-Ergebnisse, wie ein Sieg, 3 zweite und 1 dritter Platz untermauern. Nun soll es auch im Weltcup vorangehen. Ich bin echt ziemlich schnell gewesen letztes Jahr auf dem Brettl. Zwar nicht allem ganz konstant, was den Weltcup betrifft,
Aber halt werde ich heute schon ändern. Jetzt in den Trainings probiere ich das ein bisschen konstanter zu machen und die Geschwindigkeit passt, aber denke ich, geht das schon. Ehrgeizige Ziele, sie hat sich auch der Welschnofner Christoph Mick gesteckt. Ziele sind für mich heuer, glaube ich, sind groß ausstecken. Ich möchte einmal einen Gesamtweltcup unter die 15, 10 reinkommen. Einmal sicher und da, ich probiere es auch mit dem Podestplatz, aber mal schauen, ich lasse mich mal überraschen, wie es geht. Cosa vuoi il tempo? Nach dem Karriereende von Andrea Tribus ist Nadia Ochner als einzige Südtiroler Snowboarderin in der A-Mannschaft übrig geblieben. Es tut mir logisch voll leid um Andrea. Ich bin mit ihr, Snowboarden angefangen. Von seit wir Kinder waren, sind wir miteinander gefahren, Alben miteinander rennen, miteinander im Hotel. Und jetzt bin ich als Südtirolerin leider allein. Ja, ich hoffe, dass so schnell wie möglich wieder ein paar nachkommen. Die 21-jährige Burgstallerin möchte heuer im Weltcup so richtig durchstarten. Und das in beiden Disziplinen. Heuer möchte ich schon auch in Riesental auf unter die 16 hineinkommen. Ich habe den Slalom letztes Jahr schon unterrichtet und heuer möchte ich es halt wieder festigen. Und wenn möglich noch ein Stück weiter für ja kommen. Seine Karriere beendet hat im Frühling der Gadertaler Meinhard Erlacher. Doch dem Snowboardsport ist er treu geblieben. Erlacher arbeitet nun im Trainerstab mit und ist Verantwortlicher der Parallelmannschaft. Das ist sicher anders, als wie oben beim Start zu sein und euch zu fahren. Das gefällt mir jetzt einmal und ich hoffe, dass es auch die Ex-Kollegen gefällt, weil es sind normale Ex-Kollegen. Und es gefällt mir, mit denen unterwegs zu sein. Und es war auch schwer, alles zu lassen, nach so vielen Jahren, dass ich mit war. Ich habe mich für meine fest eingesetzt, dass er als Trainer zu uns in der Mannschaft kommt. Und eben wie er es gesagt hat, er ist heuer das erste Mal locker auf dem Stilsejoch gefahren. Nicht? Und ich glaube eben, Trainer machen ist für ihn das Richtige. Er ist voll motiviert, er hat auch, logisch, er hat ein gutes Auge und er hat auch die Erfahrung, was ihm halt vielleicht noch, vor allem tut ihm eigentlich eine Kleinigkeit, nicht? Wie er es in Athleten vermittelt, nicht? Weil Segen tut das ja, er hat das ganze Leben auch das getan. Aber er ist voll motiviert und er bringt richtig einen guten Schwung und vor allem einen jungen Schwung in die Mannschaft und er ist super. Nicht? Beim Training am Schnalstaler Gletscher zeigten alle fünf Südtiroler Top-Snowboarder teilweise sehr ansprechende Leistungen. Ob es reicht, um mit der internationalen Konkurrenz mitzuhalten, stellt sich in 2 Wochen heraus. Am Samstag, 13. Dezember, beginnt die Weltcup-Saison 2014-15 mit dem Heimrennen in Carezza. Ein Termin, den sich alle Südtiroler Snowboard-Fans schon einmal rot im Kalender anstreichen können. Ja, wir freuen uns also schon auf die Weltcuprennen in Carezza. Wie gesagt, dann trifft es die Alpinen in Grün und Alta Badia. Die Naturbahnrodler, die haben ihre Termine in Laas und in Deutschnofen. Und die letzten Weltcuprennen, die finden dann traditionsgemäß in Doblach Anfang Jänner statt. Und zwar mit der Tour de Ski. Das ist ja eine Riesenveranstaltung. Auch diese Rennen wurden in Bozen vorgestellt. Die Elite im internationalen Langlaufsport wird auch in diesem Winter wieder ins Hochbussertal bzw. nach Doblach kommen. Im Rahmen der Tour de Ski, dem wichtigsten Etappenrennen im Langlaufsport, macht der Tross am 7. und 8. Jänner 2015 in der Nordic Arena Station. Doblach ist vom Tour de Ski-Kalender kaum noch wegzudenken. Bereits zum 6. Mal in Folge kommt die Tour ins Hochbussertal. Heuer werden 2 Etappen in Südtirol ausgetragen. Am Mittwoch, 7. Jänner, werden der 10-Kilometer-Bewerb der Herren und das 5-Kilometer-Rennen der Damen in klassischer Technik gelaufen.
Einen Tag später, am Donnerstag, 8. Januar, stehen hingegen die Verfolgungswettkämpfe auf dem Programm. Die Männer bestreiten das 35 Kilometer lange Distanzrennen von Cortina nach Doblach, während die Frauen ein 15 Kilometer Rennen in der Nordic Arena absolvieren. Die heimischen Tourismustreibenden und Marketingstrategen reiben sich jetzt schon die Hände. Der Werbeeffekt durch die internationale Berichterstattung ist enorm. Live-Bilder großer Fernsehanstalten tragen Doblach und Umgebung in die Welt hinaus. Wenn eine Ortschaft sich entwickeln will und Tourismus machen kann, sind nur solche Events möglich, dass der Bekanntheitsgrad des Dorfes, der Umgebung hat. Dann kommen diese wunderbaren Bilder im Fernsehen. Und jeder, irgendwie, wir haben hier über 50 Millionen Menschen, die irgendwie diese Veranstaltung täglich schauen. Also enorm und sehr wichtig für die Wirtschaft. Und wie jedes Jahr werden auch wieder einheimische Läuferinnen und Läufer am Start sein, wie die Gadertalerin Deborah Agreiter, die Busterer Roland Klara und Dietmar Nöckler und der Grödner David Hofer. Die Besten der Welt müssen da teilnehmen und bin auch ganz stolz, dass sehr viel, dass auch Südtiroler dabei sind. Und wir uns wieder wie in den letzten Jahren gute Resultate einfahren können. Auch in diesem Jahr werden die Wettkämpfe von einem reichen und abwechslungsreichen Rahmenprogramm begleitet. Beibehalten wurde der freie Eintritt zur Nordic Arena während der gesamten Veranstaltung. Ja, wir wechseln jetzt Sportart und kommen zum Eishockey. Ein wichtiger Termin stand vergangene Woche auf dem Programm, und zwar das Halbfinale im Continental Cup in Klobenstein auf dem Ritten. Die Gastgeber, der Italienmeister, war natürlich mit dabei. Wie eng Sieg und Niederlage im Sport beisammen liegen, bekamen die Ritter Burm am Wochenende in Klobenstein beim Halbfinale im Continental Cup am eigenen Leib zu spüren. Die Rittner in der Serie A, die Top-Mannschaft, schafften es nicht, sich für Superfinal zu qualifizieren. Am Ende fehlte ein einziges Tor. International muss die Mannschaft noch Lehrgeld zahlen. Auch ist sie es nicht gewohnt, drei so intensive Spiele gegen Klassegegner hintereinander zu bestreiten. Wir spielen normal am Donnerstag, Samstag oder auch wenn englische Woche ist, Dienstag, Donnerstag, Samstag. Drei Spiele hintereinander auf dem Level spielen wir eigentlich bis auf ein paar Spieler nie. Und das macht sicherlich auch etwas aus. Man sieht halt, dass andere Länder, glaube ich, körperlich ein bisschen besser bei uns sind. Aber du, ich hoffe, die Leute sind nicht enttäuscht. Ich glaube, von der ersten bis zum letzten, wir haben alles gegeben. Und jetzt schauen wir halt weiter. Wir haben eigentlich gut gekämpft. Wir haben junge Spieler drinnen. Die Erfahrung fehlte mir. Das ist Lehrgeld gewesen. Und es hat uns sicherlich weitergreift und wird uns sicherlich für die Zukunft zugute kommen. Aber alles der Reihe nach. Für die Gastgeber begann das Turnier ganz nach Wunsch. Ritten fegte im ersten Spiel den dänischen Vizemeister Herning nach einer starken Leistung mit 5:1 Toren vom Eis. Zwar gingen die Gäste mit Viktor Backmann gleich in Führung, dann aber spielte nur noch eine Mannschaft, jene von Trainer Marty Remond. Noch vor der ersten Pause glückte dem jungen Verteidiger Ivan Tauferer mit einem satten Distanzschuss der verdiente Ausgleich. Im zweiten Drittel schraubte Ritten das Ergebnis auf 4:1. Simon Kostner brachte den Italienmeister in der 22. Minute erstmals in Führung. Nur 5 Minuten später erhöhte Christian Bogatello auf 3:1. Den vierten Treffer erzielte kurz vor dem zweiten Pausendate Patrick Riesmüller. Zu diesem Zeitpunkt war das Match entschieden. Der dänische Spitzenklub konnte nichts mehr entgegensetzen. Ritter hatte den ersten Schritt in Richtung Superfinal getan. Im Schlussdrittel setzte Alexander Eisert mit einem Rückhandtor noch den 5:1 Schlusspunkt. Damit erzielten die einheimischen Spieler 4 der 5 Rittner Tore. Und das, obwohl der Italienmeister mit 7 Ausländern angetreten war. Im zweiten Spiel des Eröffnungstages besiegte der kasachische Meister Pavlodar Bremerhaven mit 3:2 Toren. Damit hätte den Rittner am zweiten Spieltag gegen den deutschen Zweitligameister ein Sieg genügt, um sich für die Finalrunde zu qualifizieren.
Auch in diesem Match musste Ritten gleich einem Rückstand nachlaufen. Kurz vor der ersten Drittelpause konnte Timothy Miller ungehindert um das Tor von Chris Holtkofen und dann den Freistädten Patrick Klopper anspielen, der zum 1:0 für Bremerhaven traf. Dann spielten aber nur mehr die Hausherren, doch der Ausgleich wollte einfach nicht fallen, dank auch eines glänzend aufgelegten Brett Jäger im Tor der Norddeutschen. Bis 17 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit, als Lukas Holdi doch noch das 1:1 besorgte und die Rittner Hoffnungen am Leben hielt. Die Verlängerung brachte keine Entscheidung und so ging die Partie ins Penaltyschießen. Zuerst verfehlten die Deutschen Cook und Deda sowie Joe Motzko für Ritten, dann traf Erik Johansson, der mit diesem Tor die Hausherren in Führung schoss. Anschließend bezwang Jaroslav Hafenrichter den Rittner Schlossmann Chris Holt und glich aus. Als sechster Schütze musste Erik Lempi ran, wenn der ehemalige Neumarkter trifft, dann steht Ritten im Finale. Lempi zeigte aber Nerven und scheiterte am Brett Jäger. Anschließend bissen sich auch Rismiller Johansson und Lukas Holdi die Zähne am Torhüter des Deutschen aus. Für die Entscheidung sorgte schließlich mit dem insgesamt 12. Penalty Andrew McPherson. Bremerhaven durfte feiern, Ritten verließ als Verlierer die Eisfläche, obwohl der Italienmeister über weite Strecken tonangebend war. Ein einziges Tor hat den Ritterbuben zum Finale im Continental Cup gefehlt. Eine Chance hatten die Hausherren noch, aber sie wussten, dass es im abschließenden Spiel gegen Pavlodar sehr schwierig werden würde. Die Kasaken hatten zwar das Finalticket schon in der Tasche, in den beiden ersten Begegnungen hinterließen sie aber einen bärenstarken Eindruck. So kam es auch, wie es kommen musste. Pavlodar war für Ritten eine Nummer zu groß und gewann locker 4:0. Das Match war schon nach 13 Minuten entschieden. In der dritten Minute bezwang Alexei Woronzow Torhüter Chris Holt im Gegenstoß zum 1:0. Der zweite Treffer fiel in der 11. Minute. Holt konnte einen Distanzschuss von Miroschenko nicht festhalten. Peter Fabus reagierte am schnellsten und staubte zum 2:0 ab. Nur zwei Minuten später erhöhte Patrick Svitana sogar auf 3:0. Die Rittner wachten dann zwar auf, hatten aber keine Chance mehr. Im Mitteldrittel erzielte Pavlodar sogar in Unterzahl mit Richard Huna, der im Konter alles stehen ließ, den 4:0 Endstand. Den Spielern stand nach dem Match die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Ich glaube, wir haben die ersten zwei Spiele gut gespielt, vor allem am Freitag. Gestern auch gut gespielt, hätten es eigentlich auch kein Gewinnen. Und heute, alleweil, kann ich nicht viel sagen über das Spiel, die Enttäuschung ist brutal tief. Ja, die Enttäuschung ist logisch groß, aber mehr für gestern gespielt, als wir gekannt hätten, schon zutehen, die zwei Punkte holen und schon gestern alles entscheiden. Heute schon hat man auch gesehen, die Energie hat mir gefallen. Und sie haben das offene Spiel, wie man schon weiß, von den Kasaken, mit zwei Stürmern hoch. Und dann ist das Eis so breit für ihn, mit ihm in der Geschwindigkeit, mit der Stocktechnik. Das ist einfach hart gewesen heute. Auch die roten Trikots haben den Rittnern nicht Glück gebracht. Die eigens für dieses Halbfinale verpflichteten Joe Motzko, Erik Lempi und Kenny McAuley reichten ebenfalls nicht ins Finale einzuziehen. Die Verträge mit Motzko und Lempi wurden nicht mehr verlängert. McAuley darf bleiben, sollte Torhüter Chris Holl wirklich den Verein verlassen. Neben Pavlodar qualifizierte sich auch Bremerhaven für die Finalrunde. Die beiden weiteren Finalteilnehmer sind der französische Club Angers und der weißrussische Meister Neman Grodno. Ja, die Rittner haben es leider nicht geschafft, nehmen also am Superfinal nicht teil. Wir kommen jetzt wieder zu Greta Pingera. Du hast es gesagt, in zwei Wochen geht es los, und zwar mit einem Parallelrennen in Hochfügen in Nordtirol. Diese Parallelveranstaltungen, die ja seit dem Vorjahr wieder mit dabei sind, die sind sehr spektakulär. Man versucht also, Publikum zu den Naturbahnrodelrennen zu bringen. Ja, also die Parallelrennen sind wirklich ganz interessant, vor allem auch für die Zuschauer, weil sie einfach direkt im Vergleich haben für die zwei Athleten. Und wir haben fährt auf der Seis Räum schon eine super Veranstaltung gehabt. Leider hat das Wetter nicht ganz mitgespielt, aber wir freuen uns alle, dass heuer wieder ein Parallelrennen mit aufs Programm ist. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Die Weltcup-Saison, wir haben es bereits erwähnt, beginnt in zwei Wochen. Die Greta Pingera ist wieder zurück und wir hoffen natürlich, dass sie dann auf dem Treppchen ganz, ganz oben steht, zusammen mit ihren Mannschaftskolleginnen. Wir bedanken uns recht herzlich bei ihr. Wir bedanken uns natürlich auch fürs Zusehen und wünschen noch einen schönen Abend.